Servus zusammen, salve a tutti. Es rappelt in der Kiste, es rappelt im Karton. Also, das ist schon heftig, was diese Woche abgeht. Wenn ich so Einzelwerte sehe wie ASML Holding heute minus 11 oder allein Intel minus 26%, das ist schon heftig. Hier ist einiges passiert, deswegen möchte ich mit euch mit dem Monat anfangen. Das ist jetzt der DAX auf Monatsbasis. Also, hier sind wir bei 2009 und dann sind wir heute hier. Das ist ein ganz wichtiges Niveau, komme ich gleich bei den kürzeren Zeiteinheiten drauf. Aber wenn ich das hier sehe, lang, kurz, kurz, neuer Monat, nochmal kürzer. Kurz war im Verkaufssignal, noch nicht bestätigt. Muss ich davon ausgehen, dass wir ungefähr so bis hier hingehen, 16.630. Das ist die Verbindung aus den verschiedenen Hochpunkten hier, dort mit dem 20-Monats-Linie. Also, die wird ein bisschen steigen, vieles nicht. Vielleicht sind es auch 16.700, 16.800, aber das ist die Richtung. Wäre das ein Stundenchart, würde ich hier drauf fixen, aufs Erbrechen und den Stop hier oben drüber legen. Der sieht gar nicht gut aus. Da muss schon irgendwas muss da passieren, dass der sich wieder einigermaßen dreht. Gucken wir mal auf die Woche. Und die Woche ist hier. Wir sind am unteren Band. Ja, am unteren Wochenband. Das ist das eine, ist eine kleine Unterstützung. Diese 17.620, die werde ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr herausarbeiten. Weiter negativ über die moderne Sichtweise, über die traditionelle Sichtweise im MACD, weiter negativ ohne Stabilisierungsansatz in der Stochastik. Gefällt mir auch nicht. So, das ist der Tag. Und jetzt habe ich hier ein bisschen was vorbereitet. Tadam, tadam. Hier ist es. Ziehe ich mal hier rüber. Ihr seht hier diese horizontale Linie. Das war die 17.930. Da sind wir heute, das haben wir glaube ich gar nicht mehr gesehen, komplett durchgefallen. Das heißt, wir haben von der Bewegung, wo ist sie hier, seit Januar haben wir das 38er durchschlagen und wir liegen ganz knapp vor dem 50er Retracement. Das ist deswegen so wichtig, weil wir haben das hier, hatten das als hoch. Dann ein paar Mal aufgesetzt, nochmal aufgesetzt und verbindet sich jetzt hier mit dem Fibonacci Retracement, also Chart und Technik. Darüber hinaus, wenn die nicht, das sollte schon mal ein bisschen halten, mal wenigstens mal für ein paar Stunden, habe ich als nächstes nur die Verbindung aus der 200-Tage-Linie bei 17.400, dem 61er Retracement. Und das Interessante ist, dieses 61er Retracement hier ist auch von dem Oktober letzten Jahres, von der Bewegung bis hier hoch zum Hoch, wir waren ja gleich hier 15.470, 15.750 bis hier hoch, ist diese Marke das 38er Retracement. Also da kommt eine ganze Menge Zeug runter. Ich glaube, auch hier, es ist nach wie vor alles schwach. Da ist nirgendwo eine Stabilisierung, dass wir da hingehen sollten. In dem Bereich 17.300. Leg mich da nicht fest, ob es dann 350 sind oder 280, aber in diesem Bereich. Ich halte ein Dagegenhalten momentan für echt gefährlich. Das kann noch richtig rappeln. In dem Zusammenhang, bevor ich die Scheine nenne, die musst du nämlich komplett neu durchmischen. Ich habe den August-Sparplan auch nicht gekauft und mein Schnittkurs liegt jetzt für die 8 Sequenzen, nennen wir es mal so, die ich nicht bezahlt habe, die ich nicht gekauft habe, bei 17.977. Ich habe heute Morgen, es waren 8 Einheiten, 8 Sequenzen. Ich habe 2 zugemacht bei 17.900, einen bei 17.700 und einen bei 17.800. Also 900, 800, 700. Ich habe jetzt noch 4 Sequenzen übrig und da muss ich mal gucken, was ich jetzt mit denen mache. Auf jeden Fall jetzt liege ich endlich vorne. Ich lag auch deutlicher hinten. Jetzt kommt es endlich rein, hat sich das Warten gelohnt. Bei meinen amerikanischen Sparplänen, der läuft ja, hatte ich ja erwähnt, mit Berkshire Hathaway, habe ich jetzt momentan eigentlich kein Problem. Das lasse ich einfach, habe ich auch gar nichts anderes gemacht, habe ich immer laufen lassen. Und ich habe so einen Indienfonds, der ist am All-Time-High. Ja, aber was Deutschland angeht, habe ich jetzt von den 8 ausstehenden Raten 4 jetzt mal zugemacht mit Gewinn. Nicht viel, ich hatte schon bessere Deals, aber mit Gewinn. Und ich habe noch welche offen. Zu den Scheinen, die musste ich komplett neu durchmischen. Weil da sind also einige dann gestorben und andere sind zu weit. Schaut euch die mal an. Ich habe also 17.052, da sind wir unter dem 61er. Ich denke schon, dass das erstmal halten sollte. Mein grobes Ziel für die
Bewegung jetzt innerhalb der nächsten 2, 3 Monate ist eigentlich die 16.800. Das habe ich immer noch auf meinem Zettel. Ist auch eine FIBO-Zahl. Und ich meine, auch von Elliott her kommt da dieser Bereich. Das weiß ich aber jetzt nicht so genau, weil ich gucke nicht auf Elliott. Oder wie immer, ich verstehe Elliott nicht so sehr. Das ist mein grobes Ziel. Aber jetzt, nach diesen fast 1.000 Punkten, oder das sind, glaube ich, sogar 1.000 Punkte, kann ich mir vorstellen, dass wir das auch relativ zügig hier, diesen unteren Bereich, nochmal sehen. Aber da muss er erstmal einen Imbiss nehmen. Deswegen 17.052, da sind wir also hier unten ungefähr, da wo jetzt habe ich es weggemacht, super, ganz toll. Da ist es wieder. Und dann habe ich die 16.828, da sind wir hier. Ich glaube, man kann damit warten. Man muss dem noch nicht dagegenhalten. Das wäre mir jetzt zu gefährlich. Es gibt ein paar Werte, die finde ich also klasse, wie zum Beispiel Deutsche Telekom. Und sogar die Bayer hat sich heute gehalten. Ja? Aber wenn ich sowas sehe, Siemens Energy, Deutsche Bank, RWE und auch dieses ganze Autozeugs, braucht man nach wie vor nicht. Die VW sind jetzt bei 96,5. Muss ich nichts machen. Ich muss da nicht die Hand aufhalten. Da kann ich warten mit. Ja? Also deswegen, ich bin der Meinung, es sollte weiter runtergehen. Es rappelt ganz erheblich. Ich fange ganz gemächlich an, die Sparpläne wieder zuzumachen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.